Manche haben ein Problem damit, wenn Papa berühmt ist und sie denselben Weg gehen wollen. Enrique Iglesias nicht, denn der macht unbeirrt sein eigenes Ding. Auf Platz 46 Enrique Iglesias mit Be With You. 2000 war für die Toten Hosen bis jetzt nur Scheiße. Wölli hat erst einen dreifachen Bandscheibenvorfall und dann auch noch einen schweren Autounfall. In Buenos Aires bricht die Bühne unter der Band zusammen und Campino holt sich bei Rock am Ring einen fiesen Kreuzbandriss. Das Beschissenste aber kommt erst. Sein Arzt betreut auch die Spieler vom verhassten FC Köln. Naja, auf der 44 verstümmelt aber nicht tot zu kriegen, die Toten Hosen und unsterblich. Eigentlich müssten sie ja zu siebt auf der Bühne stehen. Die Schwestern Erica und Tina Atkins, auch bekannt als Mary Mary. Dazu die fünf Geschwister und die Eltern. Die sind nämlich auch Gospelsänger. Stellt euch das mal vor, sowas wie die Jackson 5 oder die Kelly Family in der Gospelversion. Einen Namen hätte ich auch schon für sie, nämlich Mary 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 Mary. Platz 42 für Mary Mary mit Shackles. French Affair und My Heart Goes Boom, unsere Nummer 40. Eigentlich war Barbara ja Model in Paris. Irgendwie wurde sie dann Background-Sängerin für die Assassins und MC Solar. Und das fand sie dann so geil, dass sie gleich nach London gezogen ist, weil da ja auch musikalisch einfach mehr los ist. In London trifft sie dann die Brüder Dreyer, man trinkt einen Kaffee, macht eine Single und die wird prompt ein Hit. So leicht kann's sein. Naja, bleibt dran, dann gleich geht's hier weiter mit Cypress Hill, Destiny's Child und Mariah Carey. 100 Weekend, das ganze Wochenende. MTV Top 100 Weekend, presented by Fujifilm. Ich bin nur so lange hier, bis ich Popstar werde. Genau mit der Ansage ist Thomas D. angetreten, um sein Abi nachzumachen. Lang geblieben ist er nicht und wahrscheinlich war das gut so. Thomas D. braucht nämlich kein Abi, sondern jede Menge Freiheit, ab und zu eine Tüte und ein bisschen Rückenwind. Und vom einsamsten Ort der Welt schreibt er dann ganz ohne Abi den schönsten Brief der Welt. Hier ist Thomas D. mit seinem Liebesbrief, unsere 39. Was macht man mit dem ganzen Stuff, der sich ansammelt, wenn man 3 Jahre lang ständig gefilmt wird? Ganz einfach, man schneidet den Müll zusammen, streut ein paar Kurzinterviews dazwischen und ab damit in die Dänen. Genauso haben es die Guano Apes gemacht, ihre DVD kommt am 16.10. raus und wer so lange nicht warten kann, der kriegt sie hier und jetzt. Auf Platz 32 die Guano Apes und Big in Japan. Found You. Die Single stammt von dem Album Rainbow, an dem Mariah Carey mit Jimmy Jam und Terry Lewis gearbeitet hat. Die zwei konnten es kaum fassen, wie arbeitswütig Mariah ist. Sie gehört zu den Leuten, die man heim ins Bett schicken muss, so Jimmy. Ein echter Workaholic. Naja, ich glaube, für das Gehalt kann man schon ein bisschen schuften, oder? Okay, hier kommt Mariah Carey, wir sehen uns gleich wieder. Seit 2 Jahren haben die H-Blocks jetzt kein Album mehr rausgebracht. Naja, ich meine, wenigstens arbeiten sie dran. Ein kleiner Lichtblick ist ja vielleicht die Single, die die H-Blocks gerade für das Hilfsprojekt Heal Yourself aufnehmen. Unter anderem zusammen mit Wolfsheim und den Guano Apes. Platz 28 für die H-Blocks und Dr. Ringding und ihre Version von Ring of Fire. Es sieht doof aus, kann unter Umständen peinlich werden und vielleicht kratzt es sogar ein bisschen, wenn man die Unterhose aus Versehen auf links anzieht. Aber trotzdem, wenn Sonique das mal passiert, dann lässt sie es immer so. Wieder ausziehen und umdrehen bringt nämlich Pech in der Liebe. Davon ist sie absolut überzeugt. Probiert's einfach selber aus. Bei Sonique hat die Methode nämlich sogar Glück im Beruf gebracht. In unserem Top 100 Weekend von diesem Jahr schrappt sie nur ganz knapp am obersten Viertel vorbei. Platz 26 für Sonique und It Feels So Good. Ja, wo sind sie denn? Die Jungs von Drew Hill hatten ja alle super angekündigt, dass jeder von ihnen ein Soloalbum macht. Nur außer von Cisco ist da eher wenig gekommen. Das war nämlich so, das Soloalbum von Cisco hat dermaßen abgeräumt, dass sich die anderen drei gar nicht mehr getraut haben. Dafür wollen alle vier jetzt im Herbst zusammen wieder ins Studio und die Songs für die nächste Drew Hill-Platte aufnehmen. Hier ist aber nochmal der einzige Einzelgänger, Platz 24 beim MTV Top 100 Weekend für Cisco und den Thong Song.
MTV Top 100 Weekend, presented by Fujifilm. Der Kinofilm mit den All-Teens ist ja gründlich gefloppt. Aber was soll's, dann versuchen sie es eben wieder mit Musik. Damit sind sie ja bisher auch ganz gut klargekommen. Konkret heißt das, für den 2. Oktober ist das neue Album geplant und die erste Single soll auch wieder diesen typischen William Orbit-Sound haben, wie der letzte große Hit, den ja auch der Herr Orbit produziert hat. Ich verabschiede mich jetzt mit den All-Teens und Pure Shores und heute Nachmittag um 3 macht dann meine Kollegin Claudia mit den 20 Besten von unserem Top 100 Weekend weiter. Chillt noch schön, denn der Sonntag ist zum Chillen da und ich sag ciao. MTV Top 100 Weekend, presented by Fujifilm.